Hallo und herzlich willkommen zu einem Restart-Projekt. Es nennt sich Nerim, am Rande des Schicksals. Eine Total Convention-Modifikation von dem Spiel The Elder Scrolls 4 Oblivion. Und es ist affengeil. Es ist eine Re-Aufnahme, also eine Neuaufnahme von mir, weil wir das ja schon mal angetestet haben. Mit dem netten Wolf. Aber da die letzte Folge kam Ende 2012... Wir sind Mitte 2014. Meiner Meinung nach sind wir Mitte 2014. Ja, das sind wir. Sind wir wirklich fast. Wir sind hier schon Ende Mai. Fast Ende Mai. Wir sind schon über die Hälfte von Mai. Das heißt, wir sind am Ende Mai. Dementsprechend sind wir schon fast Anfang Juni. Juni ist der 6. Monat im Jahr. Das Jahr hat 12 Monate, also ist es die Hälfte. Also passt es doch ganz gut. Warum ich das nochmal neu aufmache? Naja, ich habe Lust dazu. Und Oblivion ist fertig. Deswegen, shit happens. Neues Spiel starten. Es ist leichter, das Licht in sich selbst zu löschen, als alle Finsternis der Welt zu besiegen. Ladedaten! Ich will den Schicksal in den Rachen greifen. Ganz niederbeugen soll es mich gewiss nicht. Ludwig von Beethoven. Oder Beethoven. Ich habe noch nie eine Lawine gesehen. Jetzt sind wir mittendrin. Schatz und Licht. Ich habe diesen seltsamen Brief erhalten und bin törichterweise der Einladung gefolgt. Ich habe die Geborgenheit der Abtei, in der ich lebe und arbeite, aus einem fadenscheinigen Grund heraus verlassen. Nun habe ich den Schlamassel. Kaum hatte ich die Mine betreten, wurde ich von hinten niedergeschlagen. Weiß der Henker von wem. Und nun wache ich hier wieder auf, in fast völliger Dunkelheit und absolut Unkenntnis darüber, was überhaupt vor sich geht. So, wir haben unsere erste Quest quasi gerade angenommen und sind jetzt in der Charaktererstellung. Wuhu! Hier ist genügend Licht, um hier das mal den Charakter was zu sehen. Es gibt drei Rassen. Alemane, Halbaterne und Norman. Ich werde eine Halbaterne spielen, eine Frau, weil ich das erste Mal so das gespielt habe, aber nie durchgespielt habe. Ja, Kinn sieht noch ein bisschen scheiße aus, aber keine Sorgen, das wird noch. So, wir machen uns eine nette Frisur. Haben die direkt schon einige Frisurmods mit integriert. Das wäre natürlich geil. Okay, wir merken uns die 18. Na, das nicht. Das hier würde voll süß aussehen mit einem normalen Gesicht. Na. Wir nehmen die 18. Definitiv die 18. Das dauert jetzt ein bisschen. Ah, wir sind vorbei. Da, die 18, welche Haarfarbe? Ich glaube, dieses Silbergrau war schon ganz nett. Da war es doch.
Ne, hellgrau war das. Ja, läuft. Läuft bei uns. So, die Augen. Lila Augen. Braune, verdorbene, graue Augen. Türkis, blaue. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Nee, wir werden uns ja noch verändern. Keine Frage. Wir gehen hier extra wirklich hier. Wie ist denn das Gesicht? Schmal, breit? Vollhagelgruppe. Hier ist irgendwie keine Hintergrundmusik gerade. Nur hier mein Klicken und mein Gerede. Ja, das ist natürlich nicht unbedingt so gut. So, gucken wir mal nach dem Kinn. Hoch, niedrig. Soll natürlich auch so aussehen, als hätten wir ein Kinn. Das sieht irgendwie süß aus, so ein bisschen pummelig auch. Ja, so habe ich das Gefühl, dass wir am Anfang aussahen. Wie so eine schlecht gezeichnete Simpsons-Figur. Nee, ich würde schon sogar sagen, dass mir das Gesicht so sehr gut gefällt. Lassen wir es doch auch direkt so. Danach die Hautfarbe. Boah, das sieht übelst geil aus. Da sehen wir auch schon fast wie so eine Halbleiche aus. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Namen. Wie nennen wir denn so eine Schönheit? Jetzt komme ich wieder mit meinem einfallsreichen Namen. Nein, ich meine Shampoo, die mein Oblivion Let's Player geprägt hat. Wie nennen wir dich denn? Eine Elfen, eine Halbelfen. Überlege kurz etwas aus dem Toho-Universum vielleicht, ich weiß nicht. Irgendein Namen. Namen. Einen deutschen Namen würde ich jetzt zu doof finden. Würde ich die wahrscheinlich eh nachher irgendwie Melissa oder Steffi nennen. Aber solche Namen sind hier ja nicht wirklich erwünscht. Warte, wir wissen ja noch gar nicht, was wir spielen wollen, in welche Richtung. Wir werden aber mal gucken, ob wir wieder in so ein Allrounder machen können. Ach, wir nennen die jetzt einfach Lyra. Ja, Lyra. Dann haben wir das Problem beseitigt mit dem Namen. Auch. Verflucht, warte, ich will erstmal kurz. Okay. So, verflucht! Wo bin ich hier nur hereingeraten? Der Boden ist mir unter den Füßen weggebrochen. Nun ist auch noch meine Fackel erloschen. Verdammt! Zum Glück habe ich eine zweite eingepackt, bevor ich aufgebrochen bin. Ich sollte die Fackel entzünden, bevor ich weitergehe. Da ist unsere Fackel. Inventar sieht ein bisschen anders aus, aber können wir trotzdem bedienen, wie gewohnt. Na, warte, du Biest! Und wie hat dir das gefallen, hä? Oh. Danke für das Licht. Das hat ihn geblendet. Diese Mistviecher haben was gegen Fackeln. Vielleicht haben wir so eine Möglichkeit, aus dieser Hölle wieder herauszukommen. Oh, ach ja. Ich bin Celebro. Ihr habt da auch eine hübsche Beule am Kopf, wie ich sehe. Schöne Schweinerei. Irgendjemand hat uns niedergeknüppelt. Oder besser gesagt, irgendetwas. Und wie es aussieht, haben wir jetzt ein Problem. Diese Bestien hier betrachten uns wohl als Futter. Das jedenfalls würde die ganzen Toten überall erklären. Wir müssen hier raus. Und zwar schnell, bevor noch mehr von diesen Ungeheuern aufkreuzen. Zum Glück habt ihr eine Fackel. So finden wir den Weg. Die Trolle haben uns hierher gebracht. Demnach gibt es auch irgendwo einen Ausgang. Oh, wenn ich herausbekomme, wer für diesen Brief verantwortlich ist, ich sage euch... Ihr habt auch einen Brief bekommen, huh? Ja, habe ich. Genauso wie ihr, vermute ich mal. Der Verfasser war anonym. Die Nachricht lag einfach vor meiner Haustür. Es hieß, ich solle mich zum Bergwerk westlich der Abtei Tirin begeben. Als ich den verlassenen Stollen betrat, wurde ich von den Bestien niedergeschlagen. Mit euch haben sie dasselbe gemacht. Dann bin ich hier wieder aufgewacht. Es scheint, als ließen diese Bestien ihre Opfer am Leben. Zumindest so lange, bis es ihnen danach gelüstet. Das hält das Fleisch frisch. Was rede ich da?
beim Schöpfer. Diese Situation geht mir gehörig gegen den Strich. Und ihr seid auch wegen dieses Briefes hier, ja? Mir scheint, als hätte uns der Verfasser mit Absicht hierher gelockt. Wenn ich je herausfinde, von wem dieser Brief stammt... Das sagt die Rebecca. Aber zunächst müssen wir hier raus, nicht wahr? Also ihr solltet mit der Fackel vorgehen. Ich gebe euch Deckung. Dort liegt ein Dolch auf dem Boden. Den solltet ihr mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, wie tief wir in diesem Stollen stecken. Aber diese Mine war sehr ertragreich und ist somit alles andere als klein. Reden wir nicht so viel. Nicht, dass sie uns hören. Doch, da auf diese Idee kommst du jetzt. Nicht so viel reden. Meine Güte, bist du ein Genius. Oh Gott, alter Vater. Wie dumm muss man sein. So, nehmen wir alles, was mal hier ist. Gold, Gold, Gold. Irgendwie, ich weiß noch nicht, wie ich das mit der FPS-Zahl mache. Ich habe einen super PC. Neri hat scheinbar ein paar Performance-Probleme. Was ist jetzt? Oh, ein Einsturz. Uns hat ein Troll voll mitgerissen. Ein Bier, naja, was weiß ich mit Bier? More Bier. So, in dieser dunklen, verlassenen Höhle finden wir Zaubersprüche. Wenn ich jetzt hier jeden Pilz mitnehme, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Ich sollte mich mal eventuell so ein bisschen richtig hinsetzen. Sieht aus wie eine Sackgasse. Deswegen gehen wir mal hier entlang. Hier sind überall diese leuchtenden Kristalle. Ich höre so ein Knurren, Krollen. Wahrscheinlich werden Trolle in der Nähe sein. Eine Truhe. Mit nicht wirklich was Besonderes drin. Sag ich doch. Wir hacken auf sie ein. Viel Schaden scheint sie ja nicht zu bekommen. Aber ich denke, wir sind trotzdem mit Lol, der hat den einen hier gewonnen. Ihr habt durch Töten dieser Kreaturen Erfahrungspunkte erhalten. Sobald ihr genügend Punkte gesammelt habt, werdet ihr eine Stufe aufsteigen. So, ich habe ja schon mal ein bisschen Nerim vor 5 Jahren gespielt. Aktiv Nerim gespielt. Aktiver Nerim gespielt. Man kann daher sagen, dass das Leveln hier schon so eine eigenartige Sache ist, beziehungsweise es ist, es kann sehr schwer sein, das Spiel. Dementsprechend denke ich mal, dass wir hier Viecher mithauen sollten, mitkloppen sollten. Wie halt nur möglich. Um halt auch die Erfahrungspunkte zu bekommen. Ich weiß gar nicht. Müssen wir hier lang? Warte, gehen wir doch erstmal wieder zurück. Und gucken uns das hier an. Okay, hier geht's wirklich nicht wahr. Eine Spitzhacke. Ihr habt eine Spitzhacke aufgenommen. Ihr könnt mit ihr Stein bearbeiten, um so an wertvolle Mineralien zu gelangen. Skelett. Und hier sind die Mineralien. 4 Eisenerz. Ich habe noch nie was geschmiedet. Und da ist nichts. Okay. Also nur einmal abbauen. Abkloppen. Wie man es nimmt. Jetzt wieder durch die Tür. Bisschen Haare aus dem Gesicht wedeln. Und hier ist wohl jemand gestorben. Wie, werden wir wohl nicht erfahren. Aber er hat ein Gold Nugget. Und das hier und das hier. Und gibt es sonst was Interessantes? Das hier. Ihr habt nun eine Schaufel. Mit Schaufeln könnt ihr an bestimmten Stellen nach vergrabenen Schätzen suchen. Ihr habt eine Zange aufgenommen. Zangen braucht ihr für die verschiedenen Vorgänge des Schmiedens. Aber auch zum Schmelzen von Erzen und Mineralien sind sie vonnöten. Ihr habt einen Hammer aufgenommen. Ihr könnt damit eure Ausrüstung reparieren oder auf einen Amboss komplett neue Ausrüstung schmieden. So, erstmal ziehen wir unsere neue Lederhasse an, die wir bekommen haben. Und vorwärts, Marsch! Ah, kein Schaden, kaum gerüstet. Und der Eingang. Eingang geht auch kaputt. So, Handschuhe, noch eine Spitzhacke. Ja. Hier können wir durchgehen. Wir hätten auch die Ziegel jetzt mit Y halt so machen können. Wegwerfen. Und können nun weiter in die Stirn. Boah, ist das dunkel. Obwohl ich gerade sitze. So, gucken, ob hier vielleicht was ist. Zum Beispiel hier war ich, glaube ich, noch nie. Lol. 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 Ich weiß ja nicht.
Eigentlich wollen wir ja raus aus der Mine und das hier sieht eher aus wie... Wir gehen tiefer rein. Hier ist auf jeden Fall Erzgestein. So kann man es auch nennen. Okay. Bullshit. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Ohne Scheiß, ich war hier noch nie. Das habe ich gerade zum ersten Mal gesehen. Scheint aber nur Eisen zu sein. Nichts Besonderes, nichts vom Wert. Kein Gegner. Keinen schnellen Ausstieg. Boah, das sah gerade ein bisschen aus wie ein Totenkopf, so beim Herbeiwischen. Keine Truhe, kein gar nichts. Können wir auch wieder raus. Puh. Ich hätte schon ein bisschen Bange, dass mir irgendwas passieren könnte. Nein. Also doch, hatte ich schon, aber... Eher nicht so Angst, eher so ein mulmiges Gefühl wie... Oh, was könnte jetzt passieren? Warum ist die FPS gerade so scheiße? Das sind wahrscheinlich diese Dinger hier. Das frisst übelst. Wir können eigentlich das hier auch mal ein bisschen runterstellen. Weil das macht wirklich hier sehr viel aus, weil es einfach hier so riesig ist. Und mit riesig meine ich wirklich extrem riesig. So, da auch runter geht's zum Tod. Oder ist das hier ein... Das ist doch hier einfach das, wo... Ah, wahrscheinlich wenn man runterfällt oder so. Wenn es doch mal einen Spieler gibt, der zu dumm ist. So. Ich höre wieder Trommeln. Ich denke mal einen Kampf. Okay, da geht es wahrscheinlich weiter. Deswegen gehen wir erstmal hier gucken, weil hier leuchten schon uns die Tränke entgegen. Ach, das wollte ich gar nicht, aber scheiß drauf. Nachdem sich die Angriffe durch Magier auf diese Mine immer noch anhäufen, haben wir diese Tränke aus Erotin erhalten. Was auch immer sie genau bewirken, sie sind für den Notfall bestimmt und auch dann mit Bedacht einzusetzen. Nein, sie sind nicht rauchwirkend. Sie sind nicht rauchwirkend. Ich weiß nicht, was genau damit boah, eine Schere, ein Kilo und dafür 15 Gold. Snacken wir mal mit. Jetzt die Kampfmusik weg. Entweder haben wir die weggetriggert oder sind irgendwie durch einen Genickbruch jetzt gestorben. Warum Genickbruch? Keine Ahnung. Vielleicht irgendwie. Hat keine Ahnung, woran die krepiert sein könnten. Leise rieselt der Schnee oder ist das Wasser? Oder Mehl? Oder Staub? Ein Höhlentroll. Komm, das ist unser Kill. Ja. Die haben nichts im, Inventar, also völlig uninteressant. So, scheiße. Wir nehmen mal den Grubenhelm. Der sieht aber kacke aus und wie viel Schutz bei allem. Können wir drauf kacken. Ziehen wir lieber die Stiefel auch noch mit an. Oh, ist mein PC heiß. Wo geht's denn hier lang? Aber diese Mine geht mir eigentlich schon ein bisschen gehörig auf den Sack. Nicht nur, weil ich die schon tausendmal wahrscheinlich gemacht habe. Aber dennoch. Nerim hat irgendwie so eine Art Aufmerksamkeitsspanne. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit Skyrim... Skyrim. Jetzt hier mit dem Let's Play besser wird. Ich habe gerade voll Heißhunger auf Chicken Wings. Oder ob einfach... Oh, Eisenerz und hier noch Stuff. Jedenfalls die Aufmerksamkeitsspanne, dass ich dann selber so ein bisschen quasi wegknicke. Aber momentan ist das natürlich nicht der Fall. Ansonsten hätte ich das ja nicht gestartet. Außerdem ist Nerim richtig, richtig geil. Sofern man ein bisschen Powermann gesammelt hat. Boah, von dem Ding, als ich das erste Mal hier gespielt habe, wurde ich davon voll weggenockt. Man ist instant tot. Hier ist ein Hebelchen. Macht nix. Dann ist hier ein Höhlentroll. Der ist komplett tot. Also nicht so halbtot, ist wirklich komplett tot. So, da geht's lang und hier geht's lang. Gehen wir erstmal hier lang. Und treffen einen Troll. Wunderbar. Stirb, du Narr. Ich sehe den kaum. So, jetzt haben wir einen Brustharnisch. Sieht zwar scheiße aus, weil das irgendwie so
so schuppenmäßig ist. Aber scheiß drauf. Also, das muss ich so durchsprechen mit der Leertaste. I see, I see, I see. Gott, oh Gott. Mit der das mit dem FPS-Zahl macht mir echt Sorgen. Weil es werden halt noch Sachen kommen, die recht detailreich sind. Also Nerim ist verdammt detailreich. Stirb doch endlich! Ja, den letzten Schlag willst du machen, ne? Wie den Kill und die Points klauen. Elendes Arschloch.